Laura Müller und Michael Wendler, heimliche Rückkehr nach Deutschland geplant? Der Wendler plant sein großes Musik-Comeback. Ist das der Anfang ihrer Rückkehr? Mit bald zwei Kindern könnte Laura die Hilfe ihrer Familie sicher gut gebrauchen. Laura Müller und Michael Wendler, Babyhammer. Damit hat keiner gerechnet. Noch im Frühjahr hatte Laura Müller, 24, betont, dass sie ihren Vater Klaus und Stiefmutter Gabi nur noch selten sehe. Doch im Juni erschienen die beiden plötzlich in Florida auf der Bildfläche, um den ersten Geburtstag ihres Enkels zu feiern. Dabei erfuhren sie vermutlich auch, dass sie erneut Großeltern werden. Denn gerade verrieten die Influencerin und die Ehemann Michael Wendler, 52, auf Social Media: Unser zweites Glück ist unterwegs. Du wirst schon jetzt unendlich geliebt. Laura wird bald zwei Kleinkinder betreuen müssen. Ob sie und der Wendler deshalb Opa und Stiefoma eingeladen haben? Damit der Einjährige eine engere Bindung zu seinen Großeltern aufbauen kann? Damit die sich in Zukunft öfter um den Kleinen kümmern können? Michael Wendler, Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Noch wuppt die 24-Jährige die Kindererziehung nämlich ohne Kindermädchen und Co. Ich wusste von Anfang an, dass, wenn ich ein Baby habe, dann bleibt es nur in meiner Obhut. Er bleibt nur bei uns, ausschließlich. Er ist immer mit dabei, erklärte die Wendlerin bereits auf ihrem Instagram-Profil. Eine Rückkehr in ihre deutsche Heimat würde nicht nur Entlastung beim Familienmanagement bedeuten. Laura müsste auch nicht mehr allein das Geld verdienen. Aktuell füllt sie die Haushaltskasse mit den Einnahmen aus ihrem Account auf der kostenpflichtigen Erotikplattform OnlyFans, wo ihre Follower mittels Abo halb nackte Aufnahmen von ihr streamen können. Michael profitiert davon. Ich lebe von der Kohle von Laura, gab der Egal-Sänger schon 2020 zu. In Deutschland dagegen könnte der gestrauchelte Schlagersänger, der sich durch krude Verschwörungstheorien während der Corona-Pandemie ins Karriereaus manövrierte, versuchen, mit neuer Musik wieder Fuß zu fassen. Dass er längst sein Comeback vorbereitet, zeigen seine Anstrengungen. Ein Der König kommt nach Hause Konzert auf die Beine zu stellen. Am 6. September 2025 soll es in Oberhausen stattfinden. Laura freut sich schon, tönte sie gerade via Instagram, weil sie die Heimkehr längst vorbereitet. Dieser Artikel erschien zuerst in der Printausgabe von OK. Weitere spannende Star-News liest du in der aktuellen OK. Jeden zweiten Mittwoch neu am Kiosk.